Ja, herzlich willkommen zur dritten Episode Literaturverwaltung im Modul E. Sie alle kennen das. Sie werden aufgefordert, Literatur zu zitieren. Das hat verschiedene Gründe. Natürlich geht es einmal darum, dass man den Respekt vor fremden Ideen zeigen sollte. Es dient aber insbesondere der Untermauerung von Argumenten, die nachher für Dritte nachvollziehbar sein sollten. Das heißt, wenn Sie irgendwelche Zahlen angeben, Ergebnisse von Experimenten etc., müssen andere, das ist Teil des wissenschaftlichen Arbeitens, das nachvollziehen können. Deshalb müssen Zitate deutlich gekennzeichnet werden und das Zitiersystem muss konsistent sein, das heißt nicht innerhalb des Textes irgendwie einen Zitierstil ändern. Das sieht immer sehr verdächtig nach Plagiat aus, wenn man sowas macht, und lückenlos auch sein. Das heißt, nicht einfach mal ein paar Literaturangaben vergessen. Und da fast jede Fachrichtung eigene Ansprüche an die Art und Weise des Zitierens hat, werde ich hier jetzt keine Zitierregeln vorstellen, sondern werde Ihnen ein paar Werkzeuge vorstellen, die Ihnen einiges abnimmt. Die Universitätsbibliothek bietet RefWorks an. Das ist ein Angebot, was auch online funktioniert. Dort können Sie Ihre Literaturstellen, die Zitate verwalten und später dann auch Literaturverzeichnisse erstellen. Das können eigentlich alle Dienste. Das ist so das, also meiner Meinung nach, das Argument, warum Sie Literaturverwaltung nutzen sollten, weil Sie einfach während des Schreibens Ihre Literatur in dieser Literaturverwaltung verwalten und zum Schluss erstellt Ihnen dann die Software aus Ihrem Text, schaut nach, was haben Sie zitiert, und das wird dann sauber in ein Literaturverzeichnis übertragen. Also da, zumindest da, entstehen keine Fehlermöglichkeiten mehr und die haben auch da einfach ein bisschen Zeit gewonnen. RefWorks hat so ein Video, wo das Szenario dargestellt wird. Es ist 9 Uhr abends oder es ist Mitternacht und man muss bis 9 Uhr morgen die Arbeit abgegeben haben. Man fängt erst an zu schreiben. Also ich glaube, Wunder kann RefWorks auch nicht bewirken. Ja, aber zumindest kann es einem die Arbeit abnehmen, das Literaturverzeichnis ordentlich zu gestalten. Und wer das schon mal gemacht hat für eine große Arbeit, weiß, wie viel Arbeit das sein kann. Ähnliche Dienste sind Konoti und auch Cite You Like. Beides Dienste, ich glaube, Konoti ist unterstützt auch von Nature and Science, währenddessen Cite You Like hier von Springer unterstützt wird. Größere Dienste mit vielen, vielen Benutzern, wo man tatsächlich sich dann auch wiederum, wie beim Social Bookmarking, sich anschauen kann, wer zitiert nun eigentlich, wer das zitiert, was wird dann noch zitiert, etc. Also ganz spannend, auch wieder als Suchdienst. Ich stelle Ihnen heute die Literaturverwaltung Zotero vor. Zotero ist eine Firefox-Erweiterung, die innerhalb von Firefox läuft. Da schauen wir doch gleich am besten auf die Website. So, hier sind wir. Und die sagen so schön, Research, not Research. Also forscht und sucht nicht dauernd euer ganzes Zeug. Man kann damit Zotero sammeln, organisieren, zitieren und das dann auf einen Server hochladen, so dass man auch wieder mit anderen Gruppen zusammenarbeiten kann, mit Personen. Und man kann halt nicht nur normale Texte, Zitationen sammeln, sondern man kann auch ganze Webseiten archivieren und man kann aber auch andere Sachen, PDFs und Dateien, Bilder etc. ablegen. Insofern, dass man wirklich ein sehr, sehr schönes Tool hat, um all das, was man im Netz findet, zu sammeln. Und sieht ja schon, gibt einige Sponsoren, die dieses Projekt am Laufen halten und wirklich sehr, es entwickelt sich wirklich sehr, sehr gut. Was passiert nun eigentlich? Gehen wir doch mal in, das hatte ich vorhin noch nicht so gezeigt, die Webseite Books von Google. Auch hier tue ich mal Reformpädagogik eingeben. Und hier haben wir ein sehr schönes Buch von Thorsten Bohl. Da gibt es auch eine eingeschränkte Vorschau. Also ich gehe hier mal drauf. Was jetzt hier passiert ist, ist hier oben so ein kleines Büchlein in der Adressleiste entsteht. Und da steht, wenn ich rübergehe, in Zotero speichern. Das mache ich jetzt mal. Und hier unten steht jetzt gleich Speichereintrag.
Und das ist jetzt gespeichert. Und wenn ich auf das kleine Z hier drücke, kommt mein Zotero hier hoch. Und hier sehe ich das auch. Hier ist Neues gespeichert. Ich kann aber auch hier einfach durchsuchen, wohl, das ist jetzt der einzige. Wenn ich jetzt eine Arbeit schreiben würde, dann würde ich mir hier einen Ordner dafür anlegen und all die Titel, die ich da verarbeite, hier hineinziehen. Ich kann das nachher auch noch anders machen, dass es automatisch aus dem Text liest. Das ist auch nicht schlecht, oder vielleicht sogar fast noch besser. Nur um es Ihnen zu zeigen, was dann passiert. Ich kann jetzt hier ein Literaturverzeichnis, jetzt hier natürlich nur aus einem Text erstellen und das dann in verschiedenen Zitationsstilen. Wir können auch selber erweitern, anpassen etc. Hier zum Beispiel APA für die Psychologen und empirisch-pädagogischen Erziehungswissenschaftler. Und jetzt speichere ich es mal zur Veranschaulichung in die Zwischenablage und kopiere das mal rein und so habe ich hier sofort meine Zitierung, ohne dass ich irgendwie da jetzt viel Arbeit reingesteckt hätte. Und Sie können sich vorstellen, wenn man jetzt hier 30 oder 40 Literaturstellen hat, tut das sehr, sehr viel Arbeit tatsächlich einem abnehmen. Okay, man kann aber noch viel mehr Dinge machen. Sagen wir mal, ich würde jetzt suchen wollen nach Bildern, zum Beispiel hier rufe ich mal Cool Iris auf. Das ist ein Dienst, mit dem man auch zum Beispiel Bilder durchsuchen kann, zum Beispiel Flickr. Und jetzt sage ich, ich brauche ein schönes Bild von einem Klassenraum. So, durchsucht er das. Und gibt mir jetzt hier ganz viele Bilder von Flickr, diesen Fotodienst, zum Thema Klassenraum. Und jetzt durchsuche ich das noch ein bisschen. Das war ja gar nicht so schlecht. So, den schaue ich mir mal genauer an. Nächste Website. So, jetzt habe ich dieses Bild und das kann ich unter anderem jetzt auch als Zotero-Eintrag speichern. So, dann wird der Schnappschuss tatsächlich auch noch mit aufgenommen. Und hier steht auch noch die Adresse und so weiter und so fort. Das heißt, ich kann mir solche Sachen in meiner Bibliothek speichern, beziehungsweise auch online ist, speichern und habe dann von überall Zugang und weiß trotzdem immer noch, woher das kommt. Und das ist natürlich eine ganz starke Sache meiner Meinung nach, die man natürlich nicht nur für Bilder machen kann, sondern auch PDF. Und häufig, das haben wir ja in der ersten Episode gesehen, tut man ja auch Dokumente runterladen und die helfen einem dann, die kann man dann auch in Zotero speichern. Und wenn man das Ganze jetzt nochmal steigern will, ich weiß, Sie glauben, dass das schon fast nicht mehr möglich ist, aber es ist möglich, dann gibt es ein Programm, das heißt Mendeley. Und Mendeley kann mit ganz vielen dieser Dienste auch arbeiten. Das heißt also, Mendeley zum Beispiel synchronisiert mit Zotero auch. Es ist aber eine richtige Anwendung, die die sowohl auf Windows als auch auf Macintosh läuft. Und hier wird so schön gesagt, es ist wie iTunes für Research Papers. Das heißt, wir haben eine Anwendung, in der wir unsere ganzen Paper tatsächlich organisieren. Und das Schöne ist, man kann die ganzen PDFs dranhängen und die Software selber tut die PDFs auch analysieren und schlägt dann auch eigene Zitierungen vor. Also man kann auch das, was man bisher vielleicht schon gesammelt hat, dort reinschmeißen und es wird analysiert. Ganz ehrlich, ich habe es bisher noch nicht probiert, weil ich bisher mit Zotero gearbeitet habe, aber jetzt gibt es eine
Schnittstelle zwischen Mendeley und Zotero. Und das werde ich jetzt mal ausprobieren. Und